Mahlzeit, meine Damen und Herren. Wir müssen natürlich sofort heute über die Fettentscheidung reden. Jerome Powell hat das geliefert, was erwartet worden war. Er hat die Zinsen, die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Die Spanne jetzt 1,75 bis 2,0 bei den Leitzinsen. Das war so erwartet worden. Das war im Grunde genommen so angekündigt worden. Und das reicht den Märkten eben nicht. Die Enttäuschung in den USA etwas größer. Wenn wir auf den DAX gucken, alles verhalten. Der DAX war gestern schon locker vor der Entscheidung und ist auch heute gelassen nach der FED-Entscheidung. Wer nicht gelassen ist, unser Freund Donald Trump hat sofort gemault, ist sofort auf die FED losgegangen. Er will ja natürlich 0% Leitzinsen und noch ein QE-Programm, hat er ja zuletzt gefordert. Aber ich glaube, der Mann hat irgendwas ganz Wichtiges übersehen. Seine eigene Konjunktur, die amerikanische Wirtschaft, die gibt solche drastischen Schritte gar nicht her. Und Jerome Powell hat es ja wieder geschickt gemacht, er hat diese Leitzinsen nur klein gesenkt und hat sich natürlich die Hintertür offen gehalten und hat gesagt, naja, wenn es die Konjunktur dann weiter oder wenn sie weiter schwächelt, dann machen wir halt den nächsten Zinsschritt nach unten. Alles in kleinen Schritten, alles für mich vernünftig. Im Gegensatz dazu natürlich können wir als mahnendes Beispiel anführen, Japan, die Bank of Japan hat heute auch wieder gesagt, unsere Geldpolitik bleibt so locker, wie sie ist. Wir sind sogar überlegen noch, ob wir sie weiter lockern, haben es aber jetzt nicht gemacht, aber trotzdem gefühlt haben die ja schon seit einer halben Ewigkeit die Leitzinsen auf Null und pumpen Geld in die Märkte rein, bis der Arzt kommt. Und so richtig geholfen hat es denen auch nicht. Warum soll es jetzt auf den anderen Märkten so richtig helfen? Kann ich irgendwie nicht so ein bisschen nachvollziehen. Die Notenbanken sollen Gewehr bei Fuß stehen, wenn es richtig brennt. In den USA brennt es aber nicht richtig. Trump will den Handelsstreit mit China hier so ein bisschen verschleiern oder das anschieben, aber das gelingt ihm damit, glaube ich, auch nicht. Gucken wir uns auch die EZB an. Neues QE-Programm gestartet. Draghi versucht seit Jahren, die Inflationsrate auf 2% zu kriegen in der EU. Hat das geschafft? Nee. Alles, was er probiert hat, hat nicht so richtig funktioniert. Also von daher muss man sagen, Rezessionsängste hin oder her, die Fed hat in meiner Meinung nach komplett richtig gehandelt und der Markt muss auch lernen, damit umzugehen und nicht immer horrende Forderungen zu stellen. Vor ein paar Jahren wurde noch nach der Finanzkrise darüber diskutiert, wie kriegen wir dieses Geld irgendwie mal wieder aus dem Markt raus, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Darüber diskutiert gar keiner mehr. Jetzt wird nur noch darüber diskutiert, immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr Geld in den Markt rein. Aber ich weiß es nicht. Für mich kein richtiger Weg. Man sollte sich über andere Wege Gedanken machen. Vielleicht mal einen Cut machen und sagen, wir setzen die Leitzinsen brutal hoch, lassen es einmal krachen. Haben wir schon mal in den USA gesehen. Und dann ist alles auf Reset und dann kann man vielleicht wieder auch mal zu einer Normalität zurückkehren. Gucken wir uns zum Beispiel Microsoft an. Hier sehen wir es. 3-Jahres-Chart von Krisen. In dem Chart nicht so viel zu sehen. Ne? Sehr gute Entwicklung. Und muss man denen noch unter die Arme greifen? Brauchen die einen Kredit mal jetzt nur so als Beispiel? Nee, die haben so viel Geld, dass sie jetzt überlegen oder auf dem Weg sind, ein Aktienrückkaufprogramm über 40 Milliarden US-Dollar auf den Weg zu bringen. Und vielleicht noch eine Sonderdividende. Das zeigt ja eigentlich, die US-Unternehmen, viele davon, Apple oder Amazon, wen wir nehmen wollen, die haben alle genug Geld. Warum früher brauchen die jetzt noch günstige Kredite? Wer soll das Geld alles abnehmen, was Trump fordert? Was soll Microsoft noch damit machen? Wenn Sie jetzt überlegen, wir wissen gar nicht mehr, wohin mit seinem Geld. Man sagt ja immer, wenn ein Aktienrückkaufprogramm kommt, sagen ja viele Kritiker, dann wissen die alle nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Übernahmen, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar ist mein Wort und ist auch ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel Microsoft zu den Unternehmen gehört, die kein Geld brauchen. Gucken wir mal auf die Tops und Flops im DAX. Deutsche Bank, die sind heute beim Juni, haben ein Unternehmen zum Unicorn gemacht, ein Finanzinvestment. Und natürlich profitieren die auch von der Fed-Entscheidung für die Banken, alles ein bisschen leichter. Volkswagen, Merck, Heidelberg Zement und E.ON im Plus. Wirecard nach dem guten Gewinn gestern, heute wieder ein Stück im Rückwärtsgang. Die Deutsche Börse, Lufthansa, unser Dauerverlierer, Henkel und RWE sind die Minen. Gucken wir mal auf Covestro. Gestern Goldman Sachs gesagt, super. Man sieht wieder ein Licht im Tunnel, wenn es um die Gewinne geht oder die Gewinnerwartungen. Aktie kaufen, Kursziel 53 Euro. Heute so ein kleiner Battle. Bank of America sagt, Finger weg. Auf Underperform gesenkt, Covestro. Kursziel 38 Euro. Also, so ein kleiner Battle, wenn man guckt, Goldman Sachs, heute hat die Nase vorn. So richtig reagieren die Anleger auf die Abstufung der Bank of America nicht, sondern Goldman Sachs scheint wohl eher der Fall zu sein. Deutsche Bank, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Neueinstieg, wir sehen es hier, die Aktie hat sich über 7 Euro stabilisiert. Wenn es da so ein bisschen weitergeht, ist es auf jeden Fall weiterhin ein Kandidat für die Watchlist. Ähnliches gilt auch für Siemens. Unter 100 Euro der Kurs immer noch.
Jetzt, heute, neue Kaufempfehlung, 120 Euro Kursziel. Finde ich ganz vernünftig, muss ich sagen. Man muss gucken, wie es sich jetzt hier ein bisschen weiter verhält. Aber über 100 Euro konservative Anleger können sich hier oben auf die Lauer legen. Andere warten vielleicht ab, wie es hier ausgeht, ob wir jetzt wieder einen kleinen Knick nach unten sehen oder tatsächlich wieder über die 100 Euro gehen und greifen vielleicht direkt zu. Ist eine Geschmackssache. Auf jeden Fall, wenn der Widerstand jetzt hier bei 100 Euro gebrochen werden kann, dann sollte das auch mit den 120 Euro auf Sicht von 12 oder 18 Monaten tatsächlich klappen. Siemens hat sich ja jetzt auch in den vergangenen Tagen neu aufgestellt, hat in der Vorstandsebene einiges rochiert und hat da durchgewechselt. Also man stellt sich neu auf und das gefällt auch den Analysten. Von daher 120, kein so abwegiges Kursziel. Lufthansa, unser Schmerzpatient der letzten Tage, natürlich in Mitleidenschaft gezogen durch den Ölpreisanstieg, der sich ja mittlerweile auch wieder relativiert hat. Finde ich ja ganz gut. Ne? Saudi Aramco sagt, bis Ende September sind wir wieder auf normalem Produktionsniveau. Der Ölpreis reagiert sofort und fällt auch wieder um 6%, aber die Aktie der Lufthansa eben nicht. Obwohl der Ölpreis ja jetzt wieder ein gutes Stück billiger ist. Also warum? Wenn es nach oben geht, wird bestraft. Wenn es nach unten geht, wird aber nicht belohnt. Für mich so ein bisschen komisch. Wir gucken auf den Chart, sehen ein Jahr 14 Euro. Hier eine ganz entscheidende Marke. Da kann man auch wieder drüber nachdenken, ob man sich hier unten irgendwo ein bisschen auf die Lauer legt. Die Analysten wären jedenfalls im Großteil ein bisschen negativer. Aber wir wissen ja, wenn viele in eine Richtung laufen, dann kann es vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt sein, wenn man stehen bleibt und mal in die andere Richtung guckt. Das könnte bei Lufthansa der Fall sein. 14 Euro ist natürlich ein Tief, da müssen wir nicht drüber reden. Aber hier trotzdem könnte sich da eine Gelegenheit ergeben. Wir behalten die Aktie weiter im Auge. Dann Rocket Internet, der nächste Wert. Heute Zahlen, wir sehen es, 2,45, also fast 2,5% im Plus. Die Aktie seit Jahresanfang ganz gut gelaufen, die Geschäfte brummen, alle Kennzahlen wurden gut gesteigert. Von daher kann man sich die Aktie auch auf die Watchlist nehmen und gucken, ob der Angriff hier auf die 26 neues Futter erhält. Die Zahlen geben es jedenfalls her und man hatte 3 Milliarden auf der hohen Kante für neue Unternehmen. Vielleicht, wenn Rocket Internet jetzt ein paar neue Unternehmen oder ein paar neue Beteiligungen oder neue Übernahmen von Startups präsentiert, die neue Fantasie wecken und die auch einschlagen könnten, dann sind wir da hier oben drüber. Aber natürlich werden ja viele Sachen aus Amerika kopiert und da haben sie fast die erfolgreichsten alle durch. Müssen wir mal schauen, ob sich da noch was ergibt. Zwiebel des Tages wollte ich jetzt sagen, aber wir gucken erst auf PowerCell und sehen, die Aktie deutlich im Plus. Die Wasserstofftechnologie wieder auf dem Vormarsch, wieder beliebt. Wir sehen deutliche Kurssteigerungen bei Nel, wir sehen deutliche Kurssteigerungen bei Ballard Power seit 2 Wochen und wir sehen deutliche Kurssteigerungen bei PowerCell. Was steckt dahinter? Bei Nel und Ballard Power wartet man auf die Großaufträge. PowerCell hat jetzt einen vermeldet. Ist natürlich gut für die gesamte Branche. Man sagt aber nicht, wer jetzt hier die Wasserstoffstacks bestellt hat, sondern man spricht nur von einem weltweit agierenden Autobauer, der viel mit Wasserstoff testet und jetzt weiter testen möchte und neue Stacks halt eben bestellt hat. Wer sich dahinter verbirgt, weiß man nicht. Das ist ein großes Geheimnis, aber trotzdem Auftrag in Höhe von 3 Millionen Euro, ein bisschen weniger, 2,8. Und von daher, der Auftrag ist da. Natürlich PowerCell mit seiner Verknüpfung mit Bosch im Automobilmarkt bestens verknüpft. Bosch hat ja die Kontakte zu den ganz Großen und da kann PowerCell natürlich auch in Zukunft noch von profitieren. Und wenn jetzt immer mehr Autobauer auf die Brennstoffzelle setzen, dann könnte das natürlich der ganzen Technologie zum Durchbruch verhelfen. Unterm Strich muss man sagen, die Elektromobilität hat durch VW und Tesla immer noch die Nase vorn, weil hier zwei große Player sagen, wir setzen auf die Batterie und wir gehen damit in Serienproduktion. Und von daher ist das natürlich ein Fund, gegen das die Brennstoffzelle erstmal ankämpfen muss. Solange nicht ein anderer großer Player sagt, wir halten dagegen und kommen mit einem günstigen oder relativ erschwinglichen Wasserstoffmobil auf dem Markt, ein Wasserstoff-Pkw, der fährt. Wir haben ja schon welche von Nissan, und so, aber die laufen ja nicht so. Und von daher muss man sagen, wenn da wirklich ein weltweiter großer Player in die Brennstoffzelle einsteigt, dann wäre das natürlich der Durchbruch. Aber wenn wir unterm Strich die ganzen Player in der Branche, ob es Ballard Power, ob es PowerCell ist oder alle noch nicht profitabel, leben alle von der Fantasie, dass die Wasserstofftechnologie den Durchbruch schafft. Sie wird auch immer beliebter, aber geschafft hat sie ihn noch nicht. Das muss man auch festhalten. Und deswegen auch das Risiko in den Aktien hoch. Letzter Blick auf die Watchlist noch von uns. Nein, Bauer habe ich vergessen. Ha, unsere Zwiebel des Tages heute. Gewinnwarnung gab es. 20% geht es heute nach unten. Besseren Kandidaten für die Zwiebel des Tages kann man einfach nicht finden.
Ein Händler hat moniert bei der Gewinnwarnung, dass man gesagt hat, durch Auftragsverschiebungen und andere Verlagerungen muss man das EBIT reduzieren. Dann hat er aber gesagt, warum wurde dann nicht die Umsatzprognose verschoben oder reduziert, wenn sich da Aufträge verschieben? Da kann irgendwie was nicht passen, hat er festgestellt. Finde ich, ist ein ganz guter Einwand. Müssen wir mal gucken, ob da noch weitere Informationen zu der Gewinnwarnung kommen und dann kann man das ein bisschen genauer analysieren. Jedenfalls der Jahresgewinn bei Bauer ist fast so gut wie futsch und deswegen sollte man die Aktie jetzt auch nicht so richtig anschauen. Watchlist gucken wir auch nochmal schnell drauf. Sehen, Foslo haben wir neu aufgenommen vergangene Woche, noch nicht ganz so eingeschlagen. Umicore tendelt auch noch so um die Null. Faurecia ein bisschen im Plus, die Autowerte ziehen wieder ein bisschen an. Unsere australischen Werte, man muss ja auch die Augen öffnen für die Werte, die nicht laufen. Lynas und Cochlear sind immer noch, hängen immer noch in den Seilen. Dafür Apple ganz gut im Plus, aber hier bleibe ich ja skeptisch und sage, zur Jahreswende muss man da eventuell mal drüber nachdenken, ob man nicht die Reißleine zieht. BBP Biotech schwächelt auch ein bisschen, aber natürlich erfreulich heute Init Innovation and Traffic Systems hat die 20%-Marke geknackt und ThyssenKrupp ist mit 17,77 auch auf einem guten Weg. Da habe ich auch schon alles die Woche zu gesagt, will ich jetzt nicht weiter mit langweilen. Wir begeben uns auf die Suche nach neuen Aktien. Wenn ich eine finde, werde ich sie Ihnen hier wieder vorstellen. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Das war Mahlzeit für heute.